Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu einem kleinen Hashtag-Ponyhof-Update. Jo, wir waren etwas spontan heute unterwegs mit Kind und Fahrrad, Kind und Kegel sozusagen, und haben uns einen kleinen Hof angeguckt. Ja, das ist nicht der erste tatsächlich, aber wir haben jetzt so spontan entschieden, euch jetzt so ganz frisch mal davon zu erzählen, was das eigentlich so war und wieso unsere Gedanken so dazu sind, um euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen, weil ihr ja auch immer wieder danach fragt. Genau. Wir haben übrigens vergessen, wir hatten eigentlich überlegt, eine Kamera mit hinzunehmen, da gleich mal zu filmen. Das haben wir vergessen. Ja, aber ist auch nicht so schlimm. Wir können euch das auch sehr bildlich erzählen. Ja. Also, was uns gefallen hat, das ist so eine kleine Anlage, so waren weniger als 5 Hektar. Ja, es stand da circa 5 Hektar, aber circa ist halt echt immer so eine Sache. Das, glaube ich, waren dann 4,6 Hektar oder so. Aber wunderschön gelegen. Ja. Am Ortsrand. Die Wiesen waren grün. Das sieht man hier sehr selten gerade bei dem heißen Wetter. Ein Fließ war in der Nähe und so. Und überall standen noch Bäume und Büsche. Und es war einfach so richtig, richtig kuschelig, könnte man sagen. Ja, also idyllisch. Wirklich, ja. Wirklich schön da, einfach dieses Fleckchen. Genau, und es war auch so insgesamt auch schön eingerichtet, sage ich jetzt mal, so für die Möglichkeiten, die die Besitzerin dort hatte. Ganz tolle Unterstände haben sie dort hingebaut, super Raufen, also habe ich lange nicht gesehen für so einen Offenstall, der mehr so Richtung Selbstversorger ging eigentlich. Also alles sehr solide, war sehr schön. Also für die Pferde. Für die Pferde war es schön, für die Menschen dann schon weniger. Ja gut, für die Menschen gab es halt so Bauwagenlösungen. Also für mich als Schreibtischtäter, wie ich gerne mal sage, Stadtmensch, war das so? Keine wirkliche Toilette, wobei ja ein Dixi-Klo da immer noch rumstand. Ne? Kein Strom, außer, das war so der Mini-Pluspunkt an der Stelle, es gab da ein bisschen Photovoltaik mit Akku für die Roundpen provisorische Beleuchtung oder so. Genau. Aber das war es dann auch schon mit Strom auf dem ganzen Teil. Und man muss dann relativ viel hinlaufen. Das Stichwort war dann Kopfleuchten. Ja. Geht auch. Kann man machen, ist halt ja ein bisschen unpraktisch. Bauwagenlösung finde ich irgendwie auch urig. Also ich mag sowas ja durchaus so. Aber ich glaube, da scheiden sich so die Geister. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, wer das vielleicht auch kennt und mag oder für den es vielleicht ein totales No-Go ist oder so. Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, für eine Anfangszeit oder ähnliches ist das durchaus was, worüber man nachdenken kann. Das Problem ist da Naturschutzgebiet und kein wirklicher landwirtschaftlicher Betrieb derzeit. Dafür ist auch die Fläche zu gering. Und dadurch darf man da auch nichts ändern. Ja. Genau, also es wäre da eher schwierig, so nochmal Sachen dann hinzubauen und zu verändern. Frage wäre da dann auch, ob man aus dem Offenstall einen Paddock Trail machen könnte und so. Also selbst wenn man jetzt die ganzen Futterautomaten oder so weglässt, über die wir eh noch nachdenken, wie wir das nun genau lösen wollen, allein den Trail anzulegen und da halt auch Hügel zu bauen oder so kleine Teiche oder irgendwie solche Sachen, das, selbst das wäre da schwierig geworden, wie es aussieht zumindest. Ja. Boah. Genau. Und da hört ihr eigentlich auch schon raus, der wird es erstmal nicht werden für uns. Nein, leider nicht. Auch wenn mir so ein kleines bisschen das Herz blutet, muss ich sagen, weil so die Ecke halt echt schön ist. Aber es ist einfach ein Stall, der mehr für Menschen gedacht ist, wie so eine Selbstversorgergemeinschaft oder so. Also wenn sich Leute zusammenfinden und sagen so, hey, wir wollen unsere Pferde jetzt gerne in Eigenregie versorgen oder so, für die ist das eine super, super Sache, weil halt prinzipiell alles da ist und man seine Pferde dann nur hinstellen muss. Hat halt einiges selber zu tun, aber viele Hände, schnelles Ende, wie es so schön heißt. Aber für das, was wir jetzt vorhaben, ist es dann leider zu wenig oder zu wenig Möglichkeiten, um was man da machen kann. Zu wenig Möglichkeiten. Ja, wir hatten vorhin ein bisschen in der Vorbesprechung überlegt, also wenn die Möglichkeit realistisch bestanden hätte, aus den Flächen Paddock Trails anzulegen, wo sie da heute gar nicht begeistert war, als wir das angesprochen haben, dann hätten wir vielleicht gesagt, für jetzt die nächsten 2-3 Jahre, um Erfahrungen auch zu sammeln mit dem ganzen Thema, es wäre auch erstmal per Pacht möglich gewesen für uns, wäre es spannend gewesen. Ja. Aber da das nicht geht, können wir eigentlich ganz wenig probieren und hätten trotzdem einen Haufen Arbeit irgendwie. Ja.
Und dafür ist es dann auch nicht preiswert genug gewesen, um das irgendwie attraktiv. Ja, also die Fläche war halt schon ziemlich knapp, obwohl es ganz coole Lösungen eigentlich gibt, also Lösungsideen, wie man Sachen doppelt nutzen kann. Also zum Beispiel, dass man einen offenen Roundpen gestaltet, der auf dem Paddock Trail drauf ist und eben offen ist, weil man ihn nicht braucht und den Pferden als Liegefläche zur Verfügung steht. Und ansonsten, wenn man den dann eben braucht, macht man ihn dann zu, sodass die anderen Pferde halt nicht rein können und kann dann da gemütlich arbeiten. Das sind zum Beispiel solche Ideen, die man da hätte ja umsetzen können. Aber trotzdem wäre es ganz schön knapp geworden. Also 4,5 ist dann doch ein bisschen eng und wir haben jetzt vorhin nochmal so hin und her überlegt, also irgendwas um die 10 ist schon etwas, was wir schon eher brauchen. Mehr ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie was findet, aber um die 10 Hektar brauchen wir, glaube ich, schon, um das realistisch umsetzen zu können. Und daher einfach mal so spontan unsere Frage an euch, wenn irgendjemand wen kennt, der wen kennt und so weiter und so fort, der vielleicht einen Hof abzugeben hat, weil er es einfach nicht mehr schafft oder keine Lust mehr hat oder vielleicht auch andere Stallungen. Also es gab mal eine Zeit lang, waren so Schweineställe und so konnte man irgendwie mal viel übernehmen und umbauen oder irgendwie sowas. Wenn ihr da was hört, dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Ich blende hier nochmal unsere E-Mail-Adresse dazu ein. Wer weiß, vielleicht findet man ja was. Zwei Punkte sind dabei noch wichtig, außer der Fläche. Das eine, es geht um das Bundesland Brandenburg. Und zwar nicht, ja, Brandenburg. Nicht zu weit weg von Berlin. Und das andere ist, wir wünschen uns eine halbwegs erträgliche Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Innenstadt. Das heißt, so eine Stunde Fahrweg mit öffentlichen und mehr als 3 Verbindungen am Wochenende. Also, weil das alle immer dann mit dem Auto dahin fahren müssen, wollen wir eigentlich vermeiden. Und wir merken schon, dass das wird die ganz große Herausforderung werden. Aber vielleicht passt es ja doch mal. Es gibt ja auch ein paar Reiterhöfe, die direkt am Bahnhof sind. Ja. Aber da ist halt überall jetzt schon was, so nach dem Motto. Aber trotzdem, wir halten weiter da die Augen offen. Und wie gesagt, die beiden Kriterien bitte mit berücksichtigen und dann mal umhören. Das wäre total toll. Wie sagt man so schön, alles andere findet sich. Aber Anbindung und Fläche ist halt so beiden großen Sachen eigentlich. Ja, und auch nicht mitten in der Autobahn oder auf einem Industriegebiet oder so, wollte ich gerade sagen. Also so ein bisschen, es darf schon so ein bisschen schön sein und ein bisschen was drumherum reiten und nicht nur irgendwie städtisches Gebiet oder so. Der hat jetzt schon wieder Ansprüche, also. Naja, ich denke mal an die Umfrage, ne? Die wollen ja ausreiten. Ja, Ausreitgelände, genau. Und das wäre da halt auch alles gegeben gewesen. Also die Ecke war halt so richtig schön. Ja, das war schon ganz gut. Aber wir nähern uns jetzt hier mal weiter schrittweise. So ist das leider. Ich bin ein bisschen traurig. Muss ich zugeben. Aber wir werden schon noch was finden. Das war auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zu dem davor. Ja, definitiv. Aber dazu vielleicht mal ein andermal mehr oder so. Vielleicht machen wir mal so ein Story-Fail-Time oder sowas, was wir das alles gefunden haben. Mal gucken. Ja, so viel zu dem spontanen Update jetzt mal. So kurzer Random-Vlog. Diesen Samstag gibt es ein aufwendigeres, lustigeres Video, was wir auch zusammen gemacht haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ach, du meinst das, weswegen ich so wenig Haare im Gesicht habe? Genau. Ja, wer bei Instagram aufgepasst hat, und hat ein bisschen Twitter, was mitbekommen. Bei Twitter vor allem. Da habe ich schon mal kurz angeteasert. Ja, genau, das kommt also dann diesen Samstag. Ja, schreibt uns gerne eure Meinung und so unten in die Kommentare rein. Vielleicht auch, wenn ihr selber einen Stall habt und führt, vielleicht fällt euch ja jetzt spontan noch was ein, was irgendwelche coolen Tipps oder so, wo man mal gucken kann, um was zu finden. Ja. Wären wir sehr dankbar für. Und dann würde ich sagen, findet ihr hier noch ein weiteres Video und da könnt ihr auch gerne noch ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht habt und falls ihr euch irgendwie wundert, so wovon reden die eigentlich, das ist hier nochmal verlinkt, da könnt ihr gerne reinschauen und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!